Um mir faktorielle Varianzanalysen zu rechnen, brauchen wir ein anderes Werkzeug in Jump. Wir haben das ja bisher so gemacht, das ist unser Käsebeispiel. Analysieren, Y nach X anpassen, Käsesorte nach X, Note nach Y, okay, Mittelwerte ANOVA und eine signifikante Varianzanalyse und dann Mittelwerte vergleichen, alle Paare Taki-Test, ja, das müssen wir so stehen. Man kann das aber auch mit dem sogenannten generellen linearen Modell, das heißt in Jump Modell anpassen, rechnen. Hiermit, mit diesem Werkzeug, rechnet man mehr faktorielle Varianzanalysen. Da gibt es einen großen X-Bereich und einen Y-Bereich. Käsesorte auf X, Note auf Y, sieht also bisher so aus, wie das, was wir gewohnt sind. Dann kommt hier eine Menge Statistik. Da klicke ich mir immer viele Sachen weg, weil die mich nicht interessieren. Manchmal interessiert mich dieses KQ-Mittelwerte-Diagramm, aber normalerweise will ich das auch nicht sehen. Ich mache meine Diagramme normalerweise in Excel. Aber hier gibt es genau den Taki-Test. Und wenn man jetzt die beiden Ergebnisse miteinander vergleicht, dann kommt natürlich das Identische raus. Das heißt, man hat hier einen F-Wert von 3,928 und upsa, hier einen F-Wert von 3,928 und den gleichen P-Wert in beiden Fällen. Und auch beim Taki-Test ist es so, dass hier C von A und B verschieden ist und die anderen Signifikanz nicht die anderen Vergleiche nicht signifikant sind. Hier kann man sehen, C ist von A und C ist von B verschieden. Das sind die roten Felder. Da unten gibt es wieder das mit den Buchstaben und ich kann aber hier mir auch Tabelle mit sortierten Differenzen anzeigen lassen. Und dann sieht man auch hier, dass C von B und A signifikant verschieden ist. Also ähnliches Werkzeug, bisschen komplexer und eine Sache, auf die möchte ich hinweisen, nochmal ausdrücklich. Den F-Wert liest man bei Effekttests ab und Freiheitsgrad 1 dazu in derselben Zeile und P-Wert in derselben Zeile. Freiheitsgrade 2 liest man unter Varianzanalyse, Freiheitsgrade Fehler ab. Zufälligerweise, nur bei dieser Ausnahme, hat man hier identische Ergebnisse beim Modell. Nie das Modell ablesen. Immer hier unten ablesen, sonst macht man immer wieder mal Fehler.